Maike und Janine von der Sparkasse Langenseligenstadt und sind heute bei der Traditionsbäckerei Weller in Traeich. Wir hatten in den letzten Wochen sehr viel mit Herrn Weller zu tun. Und was die Sparkasse mit Brötchen und Kuchen zu tun hat, zeigen wir euch jetzt. Matthias Weller von der Bäckerei Konditorei Weller. Ich bin Bäckermeister, ich bin hier reingewachsen und mit meinem Vater zusammen leite ich das Unternehmen. Wir sind ein Familienbetrieb, das heißt eigentlich nicht so viel, aber bei uns heißt das schon, dass wir mit Herz und Seele dabei sind. Wir achten auf sehr viel, was ein Bäcker heutzutage ordentlich machen kann, dass wir da auch am Zahn der Zeit sind, sowohl beim Produkt als auch bei allem, was hinterherkommt, also so Richtung Sauerteige. Wir stellen alles 100% selber her, also wir kaufen kein Produkt ein oder keine fertige Backware, sondern wir machen alles im Endeffekt irgendwie aus Mehl, Wasser, Salz bis zum Ende, bis zum Verkauf. Also wir haben nicht gesagt, hey, das brauchen wir jetzt dringend, sondern im Endeffekt kam der Kunde und hat immer öfter auch den Anspruch gestellt, hier, Mist, ich kann bei euch gar nicht mit EC-Karte bezahlen, wie sieht's aus, wäre das nicht was? In der Branche gibt es noch nicht viele Bäckereien, die das machen, von daher waren wir auch eine ganze Weile zögerlich und ja, dann sind wir mit der Sparkasse intensiv ins Gespräch gekommen und dann wurde das wirklich, wie sie sich dann sagen, ja, die kamen dann, haben die Dinger aufgestellt, ja, dann hat's funktioniert. Also es war dann erstaunlich einfach, muss ich sagen. Danke. Wir sind eigentlich froh über jede EC-Zahlung mittlerweile, weil wir auch halt dieses ganze Bargeld Handling auch nicht unbedingt haben müssen. Ja? Und das macht es schon einfacher. Ja? Frische und regionale Zutaten und ganz viel Liebe zum Handwerk haben wir heute in der Backstube gesehen. Und jetzt schauen wir, wie es schmeckt. Ich bin Janietta Lobs und bin die stellvertretende Filialleitung aus dem Kulinaria-Team. Also man steckt die Karte hier ein und dann muss halt der Kunde den PIN eingeben und auf grün bestätigen oder einfach hier vorne dran halten. Es funktioniert einwandfrei. Das ist schon ganz gut, dass wir das Gerät hier vorne haben. Ja. Die Bäckerei Weller setzt nicht nur auf regional, sondern auch auf digital. Und darum könnt ihr ab sofort mit eurer Karte oder mit eurem Handy euer Brötchen bezahlen. Dankeschön. Finde ich super, weil ich eigentlich nie Bargeld mit mir habe und man meistens in den kleinen Läden oder gerade Bäckerläden nicht mit Karte zahlen kann. Ich ertappe mich oft dabei, dass ich dann irgendwie doch, wenn ich Hunger habe und kein Bargeld zur Tanke fahre und mir irgendein Brötchen kaufe für viel zu viel Geld, das gar nicht so lecker ist. Und ich finde es ganz cool, dass man hier mit Karte zahlen kann. Ja, ist einfach praktisch. Also das haben wir uns auf jeden Fall jetzt verdient und wenn wir euch vielleicht Lust auf Kartenzahlung gemacht haben, dann meldet euch bei uns. Wir beraten euch gerne. Bis bald. Tschüss. Tschüss.